Guten Abend, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen, also auch ich darf Sie herzlich begrüßen zur zweiten internationalen Kritikerrunde in Luxemburg. Die erste Veranstaltung dieser Art fand im vergangenen Herbst statt, damals in anderer Besetzung, und wir unterhielten uns auch über zwei deutschsprachige Neuerscheinungen aus der Schweiz und zwei weitere aus Luxemburg. Dieses Mal wollen wir den sprachlichen und literarischen Horizont noch etwas weiten, sodass auch französischsprachige Literatur aus Frankreich und Luxemburg ins Blickfeld geraten. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon beim Veranstalter, dem Institut Pierre Werner, bedanken, denn das Deutsch-Luxemburgisch-Französische Kulturinstitut, das sich der interkulturellen Vermittlung verschrieben hat, ist ja für unser Vorhaben eigentlich der ideale Partner. Und Vermittlung, das ist ein gutes Stichwort. Ich will keinen Hehl daraus machen, dass es mir persönlich, aber nicht nur mir, ich denke auch Chef Schinker, darum geht, Luxemburger Literatur ins Gespräch zu bringen. Das literaturkritische Gespräch ist dabei ein guter Anfang, aber es könnte natürlich noch deutlich darüber hinausgehen. Machen wir uns nichts vor. Zurzeit ist es noch so, dass die Luxemburger Belletristik keine ausreichende Strahlkraft besitzt, das ist aber noch kein qualitatives Urteil, im Ausland wahrgenommen zu werden. Belletristik aus dem Großherzogtum wird eben im Feuilleton ausländischer Medien, kein Vorwurf erstmal, kaum besprochen. Das liegt nicht an der mangelnden Qualität oder der marginalen Relevanz der Themen für den deutschen Diskurs, sondern vor allem am fehlenden Reflex der Verlage, Programmvorschauen, Leseproben und Ähnliches an die Redaktionen zu schicken, was in Deutschland beispielsweise Usus ist. Ja, es liegt auch an der ausbaufähigen Networking-Kultur, die auch der jahrelangen Abwesenheit auf Buchmessen geschuldet ist. Jetzt sind wir ja wieder da seit vergangenem Jahr in Frankfurt, auch in Paris, mal schauen. Es liegt auch an ungelösten Vertriebsproblemen, etwa, dass die Bücher häufig weder auf Amazon noch in ausländischen Buchhandlungen zu finden sind. So, jetzt mache ich aber Schluss damit. Fakt ist, wichtig ist der Blick von außen, eine kritisch-konstruktive Perspektive, und zwar wichtig für die Entwicklung der Literatur und des hiesigen Literaturbetriebs, wie ich finde. Und heute Abend wird diese kritische Perspektive von außen die Kritikerprominenz aus Deutschland und Frankreich einnehmen, die Ihnen jetzt gleich Jeff Schinker vorstellen wird. Und dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei Literatur unter 8, ja, eigentlich sehr viel mehr Augen. Merci Jérôme. Donc j'ai commencé, ou j'ai plutôt, j'ai changé de langue, et j'ai commencé par présenter les intervenants d'aujourd'hui. Je vais faire ça de façon très très courte. D'un, parce que la plupart des intervenants, vous les connaissez probablement. De deux, parce que aujourd'hui, sur Internet, on trouve tout ce qu'il faut savoir et que je n'ai pas répété ce que vous trouvez sur Internet et que vous lirez chez vous si vous ne les connaissez pas. Et de trois aussi, je trouve parfois que quand on se met ainsi à égrener des CV de personnes, c'est toujours un peu gênant pour la personne dont on parle parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas dans la salle, ou alors qu'on a l'impression d'être une sorte, qu'elle est morte déjà, ou alors qu'on est une sorte de valet qui fanfaronne. Et donc c'est toujours un peu bizarre, moi je trouve. Donc je vais faire ça de façon très succincte, j'espère, et puis voilà, le reste vous le trouverez sur Internet, voilà. Donc voilà, je commence avec à mes côtés monsieur William Irigoyen, qui travaille, comme on l'a déjà dit, travaille pour Arte. Et donc voilà, qui a fait des études d'allemand et de journalisme, qui a travaillé pour France 2 et qui, grâce à des bourses, c'est toujours chouette les bourses, a pu voyager aux États-Unis et en Allemagne, et qui travaillait pour la CNN et le Hessischer Rundfunk, pour lequel Madame Radich a travaillé aussi. Donc il y a déjà des parallèles de carrière comme ça. Ça me permet de tout résumer. Voilà. À son retour en France, il commence à travailler pour Arte, et pour lequel, comme aussi on l'a déjà dit, il fait Arte Reportage, le magazine hebdomadaire d'actualité internationale. Pour ce qui est de sa carrière plus précisément littéraire, il a animé des rencontres littéraires pour différents festivals, à Metz, à Paris. Par exemple, il a tenu un blog qui s'appelle Le Point et la Plume. Il a travaillé pour Lire et il est intervenu dans le cadre de la rubrique Touch Me, où il faisait part de ses coups de cœur littéraires. Voilà. Et il déplore qu'il n'y ait pas de véritable émission, ce dont on parlait tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de véritable émission littéraire à Arte, ce qui est assez
assez triste, on trouve. C'est ce qu'on, voilà, je ne sais pas si, comment vous le sentez-vous. Et aujourd'hui, il est là pour nous présenter le dernier roman d'Yves Ravet qui est apparu aux éditions de Minuit et qui est une sorte de polar un peu bizarre avec un narrateur tout aussi bizarre, mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, après quoi, je passe à la prochaine personne et je change aussi de langue, also werde ich weiter auf Deutsch reden und stelle Ihnen, falls man sich noch vorstellen muss, Iris Radich vor, die seit April 2013 zusammen mit Adam Sobocinski das Feuilleton der Zeit leitet. Vorher war sie Literaturchefin der gleichen Zeitung. Iris Radich hat in Frankfurt am Main, Tübingen, Germanistik, Romanistik und Philosophie studiert, schrieb für Frankfurter Rundschau und wechselte dann zur Zeit. Genau, sie hat auch nebenberuflich Gastprofessuren übernommen in St. Louis in den States, wo auch William Irigoyen mal war, also in den States und in Göttingen und hat für Fernsehsender gearbeitet. Folglich liest sich das CV ein bisschen wie so ein Best-of einer deutschsprachigen Literaturkritikerin ab. Ich erwähne nur ganz kurz die Verpflichtung für das Literarische Quartett 2002 und von 1995 bis 2000 Jurymitglied des berühmten Ingeborg-Bachmann-Preises. Und heute wird sie uns Andreas Mayers Roman Die Familie, das ist der siebte Teil einer autobiografischen, autofiktionalen, das werden wir nachher noch besprechen können, Familiensaga sozusagen. Und genau, und anschließend bleibt mir noch halt Jérôme Jaminet vorzustellen, einen luxemburgischen Literaturkritiker, der für luxemburgische und internationale Presseorgane Literaturbesprechungen schreibt. Er koordiniert seit kurzem die Lesbar, erscheinende Literaturbeilage der Tageszeitung Lützeburger Journal. Er ist aber auch Freelance für den Tagesspiegel, SWR2 und Büchermagazin. Jérôme setzt sich seit jeher und seit auch für die Promovierung nicht nur luxemburgische Literatur ein, ist auch Lehrer und in dieser Funktion ist es immer wichtig gewesen, Literatur auch an ein junges Publikum heranzubringen, was er mit dem Booklook damals erfolgreich gemacht hat. So, gut, das war's schon, glaube ich. Ja, nein, also Jeff Schinker man, wenn es denn nötig ist, auch noch vorstellen, ist der Kulturchef des Tageblatts. Er ist ein ausgesprochener Literaturkenner, hat sehr viel im französischsprachigen Bereich geforscht, aber auch selber Literatur produziert, geschrieben. Und wenn man schon mal ein Buch, und das darf ich ja machen von mir aus hier, empfehlen kann heute Abend, wir werden es nicht hier besprechen, das wäre ein bisschen awkward, aber dann ist es Sabotage von Jeff Schinker. Lesen Sie es, ich kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen. Und damit geht's auch schon los mit dem ersten Buch. Und das ist schon das schon angesprochene Die Familie von Andreas Mayer. Und das wird uns ganz kurz Frau Radich vorstellen, ehe wir einen Auszug hören werden. Ja, guten Abend. Sie hören mich, ja? Nur mal ganz kurz, ich werde Deutsch sprechen. Und wir haben uns hier verabredet, dass jeder in seiner Muttersprache spricht, aber wir verstehen ja die anderen gut. Also das ist für mich der ganz besondere Reiz dieses Abends. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache, so ein Abend Franco-Allemande, wo ohne Übersetzer das so wunderbar funktioniert. Darauf freue ich mich jetzt ganz besonders, aber bin sehr dankbar, dass ich auf Deutsch sprechen darf. Der Andreas Mayer, den kenne ich schon sehr lange. Das ist für mich einer der wichtigsten deutschen Gegenwartsautoren, Jahrgang 67. Wir haben es schon gehört, er schreibt gerade an einer, ja, Saga ist schon ein Gattungsbegriff. Man kann das nicht so einordnen. Es ist nicht das klassische Memoir à la Knausgard und so weiter. Das sind schon Romane, die aber einen sehr autobiografischen Hintergrund haben. Er schreibt Heimatliteratur im modernsten Sinne. Seine Heimat ist die Wetterau, das ist in der Nähe von Frankfurt, da kommt er her. Und er schreibt hier jetzt seinen Band Die Familie. Das Ganze hat einen Obertitel, das heißt Ortsumgehung. Und Ortsumgehung deswegen, weil seine Heimat verbaut ist durch eine Bundesstraße, die B3, die eigentlich all das, was die Wetterau mal für ihn zum Paradies hat machen können, wo verschlungene Wege waren, wo Chaos herrschte, wo Wildnis herrschte, das ist jetzt alles begradigt worden. Und hier gehen wir nochmal zurück in seine unbegradigte Jugend, also in die,
ich schätze mal, das sind schon die 70er Jahre, in die wir hier zurücksteigen. Und was er uns hier in vielen Details, die ich jetzt natürlich gar nicht alle aufzählen kann, beschreibt, ist so die Stimmung dieser 70er Jahre in Deutschland. Der Vater, der Mercedes fährt. Die Eltern, die sagen, ihr dürft aber eure Ellbogen beim Essen, müsst ihr sie immer so zusammenhalten. Ja? Also dieses Steife, ich weiß es auch noch, wie ich beim Essen immer Bücher zum Lernen drunter halten musste, die nicht runterfallen durften. Diese Stimmung, wo alles einerseits perfekt sein musste und wo man andererseits, und das ist vor allen Dingen sein Thema, über die Vergangenheit nicht gesprochen hat. Also das kennen Sie, das große Thema des Schweigen in den deutschen Familien. Das ist immer noch ein großes Thema, obwohl man jetzt so viel Vergangenheitsaufarbeitung gemacht hat. Das Schweigen steckt noch immer in uns. Ich sage das auch, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann. Ich bin ihm da sehr nah. Wir sind sozusagen, das ist ein Zitat aus dem Buch, die Kinder der Schweigekinder. Ja? Die Schweigekinder sind die Eltern. Und es gibt hier viele Punkte, über die in dieser Familie geschwiegen wird. Wo kommen Immobilien her? Wer hat die vorher besessen? Darauf gehen wir dann jetzt sicher ein. Also auch richtig konkret die Familiengeschichte, über die nicht richtig gesprochen wird. Dinge, die immer unter den Tisch gekehrt werden. Doppelmoral, die angelegt wird. Es wird mit verschiedenen Maßstäben gemessen. Also ich finde, er hat so den Geruch unserer Nachkriegskindheit. Und ich sage eben unser, weil ich bin zwar älter als er, aber ich rieche das auch noch. Ich habe das auch noch in der Nase. Er hat den Geruch unserer Nachkriegskindheit in diesem Buch jedenfalls für mich wunderbar eingefangen. Das ist ein großes Stück deutsche Geschichte von einem kleinen Ort aus erzählt. Andreas Mayer, die Familie. Prolog im Hallenbad. In meiner Kindheit hatte noch das alte Jugendstilbad in der Haagstraße geöffnet. Es wurde von Schulen für den Sportunterricht genutzt. Mein Bruder war im 8. Schuljahr nach wie vor Nichtschwimmer, wie auch ein paar andere in seiner Klasse. In diesem Schuljahr marschierte die Klasse öfter, Mädchen wie Jungen, von der Augustinerschule zur Bismarckstraße am Adenauerplatz vorbei und dann in die Umkleidekabinen des alten Hallenbades hinein. Dort wurde sich der Kleidung entledigt, die Badehosen bzw. Badeanzüge wurden übergestreift und dann versammelte sich der ganze Trupp in dem sparsam mit Jugendstilaccessoires versehenen Baderaum. Er hatte sich dort erstmal in Reih und Glied aufzustellen und auf Vollständigkeit überprüft zu werden. Der Lehrer schrie: Sollstärke! Die Gruppe gab einstimmig zurück, wie viele Mitglieder die Klasse zählte. Der Lehrer rief: Iststärke! Die Gruppe schrie, wie viele tatsächlich an diesem Tag erschienen waren. In diesem Schuljahr hatte die Klasse einen neuen Sportlehrer. Mein Bruder und seine nicht schwimmfähigen Kameraden gaben zu Beginn des Schuljahres bei der ersten Aufstellung am Beckenrand des alten Bades ordnungsgemäß an: Nichtschwimmer. Der Lehrer kommandierte die Handvoll Schwimmunkundige in den Nichtschwimmerbereich und wies sie an, sich dort aufzuhalten. Mein Bruder und seine Kollegen setzten sich in ironischer Laune ins Wasser und planschten dort ein wenig herum, obgleich keine kleinen Kinder mehr. Manche der schon mal sitzen gebliebenen gingen in den Pausenstunden bereits in die Schillerlinde und tranken Apfelwein. Irgendwann würden sie aufgerufen und dann würde der mühsame Prozess des Schwimmenlernens beginnen. Übung, Anweisung, vielleicht Schwimmflügel, Ringe. Der Lehrer führte eine Kohorte im Schwimmerbereich zu Sprints, unterwies sie in der richtigen Weise des Brustschwimmens und legte besondere Aufmerksamkeit auf die, die kraulen oder gar Schmetterling konnten, meistens Jungen. Sie durften gegeneinander antreten. Mein Bruder, damals 13, und seine Kollegen saßen in ihren Badehosen im Nichtschwimmerbereich und spritzten sich gegenseitig nass, was ihnen unverhohlen Spaß machte. Die Verrichtung im Schwimmerbereich und die dortigen Hochleistungsanstrengungen der Sportlichen kommentierten sie mit Spott. Nach einer Stunde saßen sie immer noch da, fanden alles sehr lustig, besonders das Desinteresse des Lehrers an ihnen, der vor allem herausfinden wollte, wer unter den Schwimmern und Schwimmerinnen leistungsstark war.
Am Ende der Doppelstunde kam die Anweisung zum Abrücken. Die Nichtschwimmer verließen ihren Planschbereich, entledigten sich ihres Badezeugs, stiegen unter die Brause, bekleideten sich und liefen mit den anderen zusammen am Adenauerplatz vorbei und durch die Bismarckstraße zurück zur Augustinerschule. Der Club der Nichtschwimmer hatte die folgende Woche kein anderes Thema als die eigenartige Planschstunde, die sie erlebt hatten. Eine Woche später erfolgte derselbe Zug zum Hallenbad und die Gruppe, zu der mein Bruder gehörte, setzte sich wieder in den Kinderbereich. Dort saßen sie, unterhielten sich, legten sich mit dem Rücken auf die Fliesen, ließen das Wasser ihre Körper umspülen, erzeugten kleine Wellen und erlebten erneut völlig entspannte 2 Stunden. Niemand war unangenehm, dass es bislang abermals in keiner Weise darum ging, durch den Lehrer Schwimmen beigebracht zu bekommen. Dieser seltsame Schwimmunterricht war Gesprächsthema, wenn mein Bruder von der Schule nach Hause kam und davon berichtete. Er erzählte damals immer witzige Anekdoten. Der Lehrer erschien als groteske Person, die Gruppe gleichsam infantil herumplanschenden als unfreiwillige Partizipanten eines absurden Geschehens, das in den Ausführungen meines Bruders stellvertretend für überhaupt alle Schulerlebnisse stand. Nach einigen Wochen soll sich die Nichtschwimmergruppe dann allerdings aus eigenem Antrieb von dem Planschbereich aus zu dem Lehrer hin bewegt haben, um ihn zu fragen, worum es genau in diesem Unterricht für sie nun eigentlich gehen soll. Den Lehrer habe das nicht interessiert. So sei das Halbjahr weiter auf dieselbe Weise vergangen. Vorne hätten die Champions ihre Sprints abgezogen oder Lagenschwimmen absolviert. Im hinteren Bereich sei weiter geplanscht worden. Und immer wieder sei an den Lehrer der Hinweis herangetragen worden, dass das, was hier passiere, für einige nicht weiterführe. Der Planschgruppe tat das in ihrer ironischen Betrachtung der eigenen Lage keinen Abbruch. Es war eine Einübung in Unsinn, aber dafür sehr entspannt, stets umsäuselt von kleinen, selbst erzeugten Chlorwasserwellen und alles das in morbider, schon ziemlich verfallener Jugendstil-Atmosphäre. Das Hallenbad wurde 3 Jahre danach für immer geschlossen. Dann gab es Zeugnisse. Die Nichtschwimmer hatten an keinem Sprint, keiner Langstrecke und keinem Lagenschwimmen teilgenommen. Sie hatten keine Leistung erbracht. Allesamt bekamen sie eine 5. Mein Vater, Rechtsanwalt und damals CDU-Bürgermeisterkandidat, war Elternsprecher in dieser Klasse. Sein Vertreter, ein SPD-Kommunalpolitiker, kam aus Florstadt. Der Sohn des SPDlers hatte ebenso wie der Sohn des CDUlers im Planschbereich gesessen und war wie dieser mit einer 5 in Sport in die Ferien verabschiedet worden. Was folgte, war ein Krieg mit allen juristischen Mitteln. Auf der einen Seite die große Koalition aus CDU und SPD bzw. Friedberg und Florstadt, auf der anderen Seite das Direktorium der Augustinerschule zwischen den Fronten, der Sportlehrer und die gesamte Sollstärke der Klasse. Mein Vater und sein Stellvertreter gewannen den Krieg. Jeder Schülerin und jedem Schüler wurde die Sportnote aus dem Klassenzeugnis gestrichen. Alle Sprints, alle Langstrecken und alle Lagen waren für die, die sich dafür mit einer 1 prämiert sahen, vergeblich gewesen. Denn jetzt stand statt der 1 nur noch ein Strich im Zeugnis, versehen mit dem Hinweis, dass eine Benotung für die Leistung in diesem Halbjahr aus pädagogischen Gründen entfällt. Ja, das war der Prolog des Romans und ich persönlich finde, dass der Text durch den Vortrag nochmal merklich an Qualität gewinnt. Ich werde jetzt gleich ein bisschen begründen, warum. Im ersten Teil geht es nämlich nicht zuletzt auch um eine alte Mühle, die auf dem Familiengrundstück steht und die eigentlich nicht abgerissen werden darf, weil sie denkmalgeschützt ist.
Dann rollen trotzdem Bagger an. Wohl steckt der Vater dahinter. Wir können gleich noch ein bisschen darüber reden. Der lässt sie abreißen. Mir geht es jetzt um diese Baggerszene, weil da heißt es nämlich, meine Schwester, sagt der fiktionale Andreas, ja gut, wie fiktional, das kann man noch sehen, heißt es, meine Schwester, die mit uns am Fenster steht, verschwindet alsbald gelangweilt auf ihr Zimmer. Sie kann für die Szene kein Verständnis entwickeln. Bagger, Grundstück, das sagt ihr nichts. Und warum so lange warten? Es geschah ja augenscheinlich nichts. Und genau das ist auch mein Problem mit dem Buch. Ja, über weite Strecken zumindest. Ich muss konzidieren, die letzten 30 Seiten sind sehr, sehr stark, aber bis dahin muss man sich auch erstmal vorkämpfen. Also es wird wohl einen Grund haben, warum ich von diesem Buch als einziges nur die PDF-Fassung bekommen habe. Und ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man die chorischen Lobeshymnen so hört, der Kritikerkollegen auch für alle vorangehenden Bände nahezu einstimmig Lob, dann einen kritischen Ton anzuschlagen. Aber ich kann mir nicht helfen, ich bin eher bei der Schwester des Roman Andreas oder dem Bruder des realweltlichen Pendants. Der hat nämlich mal über die Bücher gesagt, sie seien so lau wie halbstilles Mineralwasser, was hier steht. Wie gesagt, die Einschränkung gilt. Das letzte Fünftel des vorliegenden Romans ist wirklich gut. Ich werde gleich versuchen, das zu begründen. Der Punkt ist, ja, diese in dem Buch enthaltene Kritik an provinziellen Sprech- und Denkschablonen, die Ausstellung von ideologischen Links-Rechts-Konflikten, die Kollision verschiedener Lebensmodelle, die Erbschaftsstreitigkeiten, die Unaufrichtigkeit und das Getue in einer, naja, clanhaften, bisschen verlogenen Familie, die jedweden Einfluss von außen verteufelt, Stichwort funktionale Erzieher, Sie werden es merken, wenn Sie es lesen. Das alles ist kein uninteressanter Stoff, aber das würde ich mir lieber von dem Autor, wenn ich ihn denn persönlich kennen würde, bei einem Kaffee oder mehreren Kaffees erzählen lassen. Hat das Buch für Sie überhaupt keinen Stil, wenn ich mal kurz dazwischen fragen darf? Doch, aber es ist eben eher, ich halte es für eher berichtend, es ist sehr puristisch. Es gibt natürlich. Aber Sie hören keine Tonlage raus. Es ist für Sie so wie laues Wasser. Nein, also. Was heißt laues Wasser? Es gibt Passagen, in denen er natürlich stark ist. Also die Stelle 30 Seiten vor Schluss, das ist sehr spät. Ich versuche das Zitat wiederzufinden, das ich mir so schön herausgeschrieben habe und auf den ersten Blick hier meine. Doch hier, meine Familie ist eine Familie, die immer Grabsteine gemacht hat, auch ihre eigenen. Das ist natürlich ein starker Satz, das ist auch der letzte Satz im Übrigen, fast der letzte. Und ist aber zugleich auch so ein Klammer eigentlich, weil der Satz kommt schon mal dann vor, 30 Seiten vorher, und was dazwischen passiert. Und da geht es um die Aufarbeitung der Vergangenheit und so weiter und diese Selbsterkundung, die dann weit zurückführt. Aber für die Sprache sind Sie taub. Sie hören überhaupt kein Timbre, keine Färbung in der Sprache? Nein, ich höre den Andreas Meyer sehr gerne. Ich höre seine Sprache sehr gerne, aber die Sprache von Andreas Meyer in den 2000er Jahren, nicht die 2010er Jahre. Also als er angefangen hat, diese Ich-Bezüglichkeit zu entwickeln, und das war im Übrigen nach einem Auftrag von ihrem Kollegen Ulrich Greiner in der Zeit, da hat er nämlich einen Artikel geschrieben, in dem er zum ersten Mal wieder mal Ich sagte, und danach gab es noch diese Poetik-Dozentur, und dann macht er jetzt dieses autofiktionale Großprojekt, das natürlich einen gewissen Respekt abnötigt, eben wegen dieser Anlage und weil das so groß ist, aber er hat doch sprachlich, Sie haben hier das Frühwerk, kennen Sie ja auch sehr gut, Sie haben auch darüber geschrieben, er hat sich doch sehr stark verändert, wie er selber meint, zum Besseren hin. Ja, aber zum Besseren, das würde ich ganz heftig umgekehrt sagen, weil an Andreas Meyer ist ja eigentlich ein Thomas Bernhardianer, also hatte er dieses ewige Wiederholen, also Thomas Bernhard ja auch eigentlich ein ganz einfacher Schreiber, also keiner, der mit großen Worten operiert, sondern ja eigentlich eher immer so einen ganz gehaltenen Ton hat, aber dann arbeitet mit dem Nervenden, dass er ja alles ständig wiederholt, damit man das wirklich so wie so ein Schraubbohrer ins Hirn gedreht bekommt. Und davon ist er weg. Und ich finde, Gott sei Dank, und Sie sind offenbar dafür nicht empfänglich, ich bin sehr empfänglich für die Zwischentöne, ja, für den Ton einer sehr gesetzten, inszenierten Naivität. Sie halten es für plumpe Naivität, richtig, offenbar. Ich finde, es ist eine stark erarbeitete Naivität, für die ich hohe Vergleiche finden würde. Da würde ich an Robert Walser fast denken oder auch andere große Namen, Peter Kurzeck vielleicht. Und diese, also
ganz rausgearbeitete Naivität, die erlaubt ihm immer so einen etwas kindlichen Blick auf die Welt zu richten. Das nervt viele Leute, die kindliche Blicke nicht ausstehen können. Damit kann ich leben. Aber ich möchte trotzdem verteidigen, dass dieser kindliche Blick auf die Welt erkenntnisfördernd ist. Dass er plötzlich Dinge in einem anderen Licht erscheinen lässt, die so kompetente Erwachsene, die so spannend und stoffdicht daher erzählen, die haben diesen kindlichen Blick eben nicht. Ja. Und ich finde, Andreas Meyer hat ihn, aber ich will jetzt auch nicht hier alleine reden. Nein. Ich bin da ganz der Meinung von Ihnen halt. Ich habe auch gedacht, diese Naivität ist ja auch gespielt zum Teil, weil der Erzähler, der es dann erzählt, der weiß ja halt mehr als der Erzähler, der es zum Zeitpunkt, an dem er es erlebt. Und mich hat es dann ganz stark auch zum, also der Stil ist anders, aber es hat mich erinnert an Kazuo Ishiguro. Der hat mit When We Were Orphans auch ein Buch geschrieben, wo es einfach die ersten 300 Seiten ist man auch so, okay, was soll das jetzt? Und man hat auch diesen Eindruck, dass das ist zu naiv, und dann in den letzten 40, 50 Seiten fällt dann, und dann denkt man halt, wieso es so ist. Er hat auch mit The Buried Giant hat einen Fantasy-Roman über kollektives Verdrängen, kollektives Vergessen geschrieben. Und letztlich geht es ja auch da hier ein bisschen in dieser Familie so, um dieses kollektive Narrativ, das einfach dann irgendwann entblößt. Und ich finde deswegen gerade diese Bagger-Szene, vielleicht ist sie zu metaphorisch im Sinne von diese Szene im Buch, wo dann der Bagger diese Denkmal, unter Denkmalschutz stehende Mühle dann durch Zufall zerstört, und man tut so in der Familie, als wäre das gar nicht so gewollt gewesen, und es hätte man eigentlich nur, es wäre das einfach ein Zufall gewesen. Und auch dieses in dieser Szene, die Schwester dann langweilig findet, Jerome dann auch, sieht man aber halt nachher das ganze Funktionieren dieser Familie, diese Verdrängung, und dem der Erzähler in meinen auch halt eine kindlich gespielte Naivität, mit der die Familie natürlich immer wieder mit Fragen bewirft, und das ist eigentlich nur der naive Blick, der es ihm erlaubt, diese Fragen immer wieder zu stellen. Bon, oui, alors en français, moi je vais évidemment pas avoir le même point de vue et la même approche que vous, qui êtes de ce bain linguistique maternel allemand. Qui plus est, là, pour moi, Andreas Meyer est une découverte, puisque pour la première fois, je lisais Andreas Meyer. Donc, et je découvre, et vous l'avez très justement rappelé, qu'il s'agit d'un livre dans une grande œuvre qui est un... Est-ce qu'on peut utiliser ce fameux mot que les Allemands utilisent, un Bildungsroman, un roman d'apprentissage? C'est en tout cas comme cela que moi, j'ai lu ce livre-là. Je vous avoue ne pas avoir totalement perçu et lu quelque chose de léger, de clin d'œil, etc. Pour moi, c'est un livre très important, et c'est un livre très important parce que il utilise un ton, m'a-t-il semblé en tant que lecteur français, il utilise un ton en apparence très léger, mais qui creuse de façon très profonde dans les racines d'une histoire allemande. Et au fur et à mesure qu'il creuse, on va arriver jusqu'à ce paroxysme, jusqu'à cet élément que l'on ne va évidemment pas donner pour ne pas tuer l'effet de surprise du livre, mais qui va puiser dans cette histoire allemande. Et je pense qu'on peut le lire de façon naïve, je pense qu'on peut le lire aussi de la façon dont je l'ai lu. Ce qui m'a moins intéressé, c'est que ce Andreas Meyer, il est de la même génération que moi. Il est, je crois, né en 1967. Voilà, moi, je suis né en 1970. Et il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas insisté, me semble-t-il. C'est cette fameuse histoire allemande qui est celle des années 70, qu'on a appelée les années de plomb, Andreas Bader, voilà. Et le frère, à un moment, les parents sont véritables, alors les parents très CDU, on l'a compris, très conservateurs, ils sont très inquiets de la dérive de ce fils, dont ils se demandent à un moment comment il va évoluer. Et tout cela s'imprime dans la famille. Et moi, j'ai trouvé que ce livre était très, très séduisant et très haletant. Voilà. Je trouve qu'il commence très doucement. Je trouve que c'est un peu low profile, si je devais dire ça, les premières pages. En tout cas, tel que moi, encore une fois, français, je l'ai reçu en allemand. Et puis, on monte au fur et à mesure en tempo. On monte en gravité, on monte en densité, et c'est ça qui m'a plu dans ce livre-là.
vielleicht noch zu ergänzen, es ist ja auch nicht in diesem unangenehmen Sinn anklagend, weil wir hatten natürlich in den 80er Jahren schon all diese Vaterbücher von Haarig, Peter Schneider, von ganz vielen, die immer Anklage erhoben haben gegen die Generation, die nicht sagen wollte, was im Dritten Reich geschehen ist. Also dass diese Anklagebücher, die waren auch verständlich, die waren, hatten ihren Platz, die waren wichtig, aber das würde ich jetzt, glaube ich, so jetzt auch nicht mehr lesen wollen. Und die Generation, die wirklich bewusst im Dritten Reich das wahrgenommen hat, die ist ja jetzt auch gestorben. Und deswegen, nur noch ganz kurz, deswegen ist hier keine plumpe Anklage, sondern es ist eher so, dass sich die Dinge von selbst entdecken. Ja? Also man merkt plötzlich die Widersprüche, in die sich die Eltern verwickeln, an ganz kleinen Dingen. Also die geben zum Beispiel ja nie zu, dass sie diese Mühle mit Absicht haben einreißen lassen. Es wird einfach nicht darüber gesprochen. Still aus, ja so. Und auch andere Dinge, das heißt, es wird einfach nicht gesprochen. Großes Thema ist ja auch die Schwester. Die Schwester, da heißt immer, oh, die Kinder sind nicht bei uns und die Familie muss zusammenhalten. Die Schwester geht nach Amerika. Dann kommt sie mit ihren Kindern wieder und dann ist das nicht auszuhalten, dass die ständig im Haus sind. Also diese Doppelmoral, weil die dann eben nicht so anständig ist, wie das in diesem Haushalt sein müsste, weil die Kinder sich nicht so benehmen, dann sollen sie lieber ganz weg. Also auch diese Härte, diese Grausamkeit, er klagt das gar nicht an, er macht das ganz subtil. Also ich finde das eben gerade in dieser Beiläufigkeit, finde ich das ein sehr tolles Projekt. Ich glaube, ich würde jetzt so ein großes Nachkriegsprojekt, was die Sachen so frontal angeht, gar nicht, ist nicht mehr zeitgemäß. Also wäre für mich nicht mehr zeitgemäß. En tout cas, et, pardon, juste une toute petite chose, parce qu'il a été dit très, très justement par Iris Radisch que cette phrase que moi j'avais notée aussi, es ist eine Geschichte über die Kinder, der Schweigekinder. On a, et c'est ça moi qui m'a passionné en tant que Français, c'est quand même ce rapport à l'histoire qui est toujours présent. On a eu, et arrêtez-moi si je me trompe, cette première génération, parce que vous doutez bien qu'on tourne autour du pot de la guerre, il est question un peu de ça quand même, ou d'avant-guerre. On a dit, il y a cette première génération, die erste Generation der Täter, des bourreaux. Et puis ensuite, il y a eu la génération de ceux qui se sont tus. Voilà. Et là, maintenant, arrive la génération des enfants de ceux qui se sont tus. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. Lorsqu'on comprend un peu l'Allemagne et qu'on s'intéresse, comme c'est mon cas, à cette société-là, que la recherche sur cette histoire, elle est permanente. Et je trouve qu'on a une preuve là que cette entreprise allemande, elle continue, et elle continue en littérature, et je ne pense pas qu'on puisse dire ça de d'autres pays qui sont aussi de langue allemande. Je pense en particulier à un pays comme l'Autriche. Et ça, à titre journalistique, intéressé par l'histoire et lecteur, parce que vous m'avez présenté comme un critique littéraire, moi je me définis plutôt comme un lecteur, ça, tout ça, ça m'a intéressé. Ich bin im Grunde einverstanden mit allem, was Sie gesagt haben, und das ist mir auch nicht entgangen. Ja? Wir müssen nämlich schon fast zum nächsten Buch kommen. Ich will nur abschließend sagen, ich habe mich allein an diesem Stil gestört, dass der bewusst gewählt ist und dass das alles gewollt ist und auch sehr gekonnt und nicht einfach nur so dahingeschrieben. Das ist mir schon auch klar, und trotzdem ist es wohl letztlich eine Geschmacksfrage, ob man lieber einen eher barocken Sprachton sucht, beispielsweise. Da wird man eher bei einer Levi-Charo fündig oder vielleicht bei Mosebach oder bei solchen Leuten. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Hier geht es um Grundsätzliches, glaube ich, was den Geschmack anbelangt. Übrigens, wenn Sie sich aber für deutsche Literatur interessieren und gerade sich mit dem auch Zweiten Weltkrieg und der Zeit danach befasst, also Ralf Rothmann kann man ja durchaus auch empfehlen in dem Zusammenhang. Das ist ein anderer Stil, nicht wahr? Und das ist genau der Stil, den ich in Literatur... Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist ja fast ein sozialrealistisches Erzählen. Ja. Vollkommen anderer Ansatz, ja, den ich bei Ralf Rothmann auch wunderbar finde. Natürlich. Eben. Also wo wir uns hier finden, also glaube ich zumindest finden, ist, wenn man das als eine Art Multigraphie liest, Biografie, Topographie, Soziographie, Psychographie, Historiographie, es ist von allem was, und zwar vor allem einer
doch etwas miefigen Provinzfamilie, muss man schon sagen, also wie sie sich gebärden im ersten Teil, mit einer zwielichtigen Vergangenheit, die sich allmählich erst sozusagen erschließt. Und dann der Fokus auf die 70er bis 90er Jahre und dann eben diese Rückblende. Wenn man das so liest, auch eine Familie, die sich über sich selbst täuscht, die sich Geschichten erzählt. Ja, wie sagte Max Frisch einmal, wir erzählen uns irgendwann einmal eine Geschichte, die wir für unser Leben halten. Und das ist bei denen irgendwo auch so. Die glauben ja das fast schon. Und das finde ich alles sehr gut gemacht. Das ist mir auch nicht entgangen. Mir ging es jetzt nur erst einmal beim Einstieg um diese stilistische Ebene. Und da scheiden sich einfach Debus digus et coloribus, wir wissen es. Ne? In der Hinsicht non disputandum. Aber nächstes Buch, und zwar Padüb von Yves Ravet. Und da stellt William Irigoyen. Oui. Habe ich es richtig ausgesprochen. Alors effectivement, moi je suis venu avec un livre de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yves Ravet. Je ne sais pas s'il est très connu, ou en tout cas si vous le connaissez beaucoup. En tout cas, je dois dire une chose, c'est qu'en France, c'est un écrivain peu connu. C'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un qui est né en 1953 dans une région qui se trouve pas très loin de là où moi j'habite, Strasbourg, et cet endroit, c'est Besançon, dans le Doubs. C'est un écrivain qui a donc 66 ans et qui est l'auteur d'une œuvre littéraire, d'une œuvre beaucoup plus romanesque que théâtrale, mais on compte aussi quelques pièces de théâtre dans l'œuvre d'Yves Ravet. Alors, Yves Ravet, il revient donc cette année avec Padüb. Si je dois en faire le résumé, ça va tenir exactement en deux phrases. C'est l'histoire d'un accident. Un monsieur arrive sur le lieu de l'accident et il y a déjà quelqu'un sur le lieu de l'accident. C'est un autre homme et la personne qui a eu un accident, c'est la femme du premier homme. Voilà. Donc, on découvre une aventure extra-conjugale. Ça, c'est le propre des Français, les relations extra-conjugales. Je me tourne évidemment vers Iris Radich là-dessus. Je plaisante, bien évidemment. Et s'ensuit une enquête policière. Alors, avec un enquêteur, un commissaire, un inspecteur, voilà, l'inspecteur Costa, qui, si vous avez été comme moi un fan de l'inspecteur Colombo, j'ai trouvé beaucoup de points communs entre cet inspecteur Costa qui revient toujours parce qu'il a une petite question à poser. Alors, il ne parle pas de sa femme, l'inspecteur Costa, mais il a toujours quelque chose à poser à ce monsieur-là qui vient d'être veuf. J'ai oublié de vous poser une question, etc. Mais ça n'a aucune importance, etc. Alors ça, évidemment, je le dis de façon très comique. Il y a un véritable style chez Yves Ravet. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on lise un extrait maintenant. Et puis ensuite, moi, j'essayerai autant que possible de donner quelques idées ou quelques idées forces ou quelques thèmes de la littérature d'Yves Ravet. C'est quelqu'un, juste pour vous dire, que l'on a souvent comparé à quelqu'un évidemment que vous connaissez, c'est Simenon. Voilà, il est très souvent comparé en France à Simenon, mais je vous laisse vous faire une idée en entendant bien évidemment un extrait. Yves Ravet, Padüb. J'ai revu Kowalski au bord du précipice le jour où la voiture de Tipi est sortie de la route. Il contemplait le vide, l'air hagard. Je connaissais bien Kowalski. Sa profession, agent d'assurance à la compagnie Pacifique, mais aussi depuis pas mal de temps, amant de Tipi, ma femme, morte dans l'accident. C'est son corps à elle que je cherchais à distinguer maintenant parmi les débris au fond du ravin. 2 heures à peine s'étaient écoulées depuis le drame, et Kowalski était déjà là. Quant à moi, un agent de police m'avait tiré du lit pour m'annoncer que ma femme, Tipi Mayer, avait perdu la vie dans un accident de la route. Le camionneur qui franchissait le col en sens inverse, m'a dit le policier, n'avait rien vu d'autre qu'un nuage de poussière en contrebas. La voiture de Tipi accomplissait alors son dernier tonneau. Quand je suis arrivée sur les lieux, la police était là avec les secouristes. Un agent s'est aussitôt déplacé à ma rencontre. On avait dû lui indiquer qui j'étais, mais je me suis présentée.
Salvatore Mayer, le mari. On vient de me prévenir. L'agent a hoché la tête. Je ne me souviens même pas de son nom. Pourtant, il m'a interrogé un bon moment avant de me laisser entre les mains de l'inspecteur. Parvenu au bord de la plateforme, surplombant le vide, après avoir enjambé ce qui restait de la glissière de sécurité arrachée par le choc, j'ai entamé ma descente vers le fond du ravin. La pente était particulièrement abrupte à cet endroit. J'ai descendu d'un palier. Kowalski n'avait pas quitté le bord de la route. Lunettes de soleil sur le front, il passait un mouchoir sur son visage. Un pompier, au-dessus de ma position, porteur d'un blouson de secouriste, m'a interpellé. Il m'a demandé si j'étais parent de la victime et j'ai dit « Je suis son mari ». Il a soulevé sa visière de casque en élevant la voix. « C'est dangereux de rester là, monsieur, vous devez remonter ». Mais je voulais voir Tippi, je l'ai dit. Malheureusement, monsieur, mieux vaut que vous ne la voyiez pas, votre femme. Il a réitéré son ordre. Un autre pompier est parvenu jusqu'à lui, porteur d'une civière fixée à une corde de rappel. Prenant garde à la solidité de mes appuis sur les arêtes rocheuses, j'ai obéi à l'ordre donné par le secouriste, escaladé la pente sur quelques mètres et regagné le sommet. Kowalski était toujours là. Je crois qu'il tentait de me parler. L'apercevant à cet instant, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore appelé Bruce, mon beau-père. J'ai enjambé, en sens inverse, le montant disloqué de la glissière, me souvenant que, dans ma précipitation, mon mobile était resté sur la table de nuit. J'ai demandé à un policier la possibilité de joindre mon beau-père. Une autre voix, teintée d'un léger accent espagnol, m'est parvenue. C'était celle d'un policier en civil, qui s'est présenté. « Inspecteur Costa. »« C'est déjà fait, monsieur. Votre beau-père ne va pas tarder. Nous lui avons dit pour sa fille. » De là où j'étais, on apercevait le pavillon de la berline blanche de Tippi, les pièces de carrosserie parmi les blocs de pierre et les éboulis. À côté de moi, les voitures passaient au ralenti sur la voie de gauche. J'ai contemplé la route, un peu plus haut, plein nord, le virage bordé sur le parking poids lourd de la cimenterie désaffectée d'où la voiture de Tippi avait surgi. Puis je me suis retournée plein sud face à la prochaine courbe signalée par le panneau « Danger ». Je me suis représenté le parcours de la voiture, Tippi roulant à tombeau ouvert qui tentait de rétablir sa trajectoire à la sortie du tournant, surprise par le contre-virage dévalant la pente là devant moi pour se précipiter dans le vide. Le policier en civil, chemise blanche et costume gris, s'est détaché du groupe d'agents. Il m'a salué, tout en prenant des notes sur un carnet. Puis il a levé les yeux pour me demander si ma femme avait l'habitude des excès de vitesse. J'ai répondu « Oui, elle adorait conduire. Et puis, vous avez vu le modèle de sa voiture ?» Il a hoché la tête et, comme pour réparer une maladresse, il m'a présenté ses condoléances. Maintenant, accroupi au milieu de la chaussée, à la recherche de traces d'éventuels freinages, l'inspecteur considérait le revêtement d'asphalte couvert de larges fissures. J'ai dit « Ça a dû se produire quand il faisait encore nuit, elle était seule sur la route. » J'ai imaginé Tippi, vitre ouverte, foulard au vent, noué autour du cou, sous les rayons de l'aube. J'ai revu son corsage blanc, son col ouvert, sa jupe bleu marine. Je me suis baissée près de l'inspecteur, concentrée sur l'observation de la chaussée. Sans doute il ne m'a pas entendu dire que ma femme adorait rouler vitre ouverte. C'était son plaisir, piloter sa voiture à ligne sportive, moteur puissant, offerte par son père pour ses 20 ans. Alors il s'est relevé, le temps de frotter ses mains à plat l'une contre l'autre, de faire disparaître une tache de bitume sur son index. Il m'a demandé ce qu'elle allait faire à Santa Clarita à une heure pareille. J'ai répondu qu'en fait, je n'en savais rien. Ce qui a provoqué sa remarque. Vous êtes un des premiers, monsieur Mayer, à venir sur les lieux. Vous êtes son mari et vous ignorez ce qu'elle allait faire dans la ville voisine sur une route aussi dangereuse si tôt le matin. C'est curieux, non? Alors, pour moi, c'est toujours très intéressant d'entendre une lecture de ces livres des éditions de Minuit. Parce que pour moi, l'écriture même de Minuit et celle d'Yves Ravet
est une écriture, comme on dit en français, blanche, neutre, factuelle, sachlich. Presque un peu comme une enquête policière, presque comme si un policier écrivait le récit fait par quelqu'un d'un accident. Il note les choses au fur et à mesure. Et ça, c'est la marque de fabrique de cette maison d'édition qui est née en 1942, dont l'un des premiers livres a été « Le silence de la mer » de Vercors, qui est un livre très, très connu. Mais c'est vraiment la marque de fabrique des éditions de Minuit, et c'est aussi la marque de fabrique d'Yves Ravet. Alors, je voudrais juste vous lire quelque chose qui me semble résumer parfaitement l'œuvre d'Yves Ravet. C'est un éminent critique littéraire français qui s'appelle Pierre Assouline, qui, je crois, est venu ici il y a quelque temps, qui a dit la chose suivante. « La véritable atmosphère Simenon y est, non pas la pluie et le brouillard qui en sont les poncifs, mais ce qu'il y a de plus profond en surface, dans ce qu'il faut bien appeler un climat. Il y a la moiteur du soupçon qui monte, et je pense que vous l'avez entendu, la pesanteur des choses, la désagrégation des rapports sociaux, la variation des intensités de lumière, le souci du détail, la lenteur des gestes et des déplacements, une absence totale de complaisance, une forme d'ennui, un peu, jamais ennuyeuse, et il y a aussi de la compassion pour les personnages qui va bien au-delà de l'empathie, et bien sûr, et là aussi je pense que vous l'avez entendu, une sobriété de l'expression et un dépouillement des descriptions. Voilà ce qui, moi, me satisfait beaucoup chez Yves Ravet et que je retrouve livre après livre. Alors, ça n'est pas la première fois qu'Yves Ravet fait du roman policier, non, du roman noir. C'est pas la première fois qu'il fait du roman noir avec un accident de voiture, avec une explosion d'une usine, avec quelqu'un qui utilise un cutter sur des animaux. Et ces scènes horribles ou cette explosion d'une violence contenue, elle vous explose à la figure sans que vous le sentiez arriver. C'est en ce sens que je trouve que l'écriture et l'œuvre d'Yves Ravet, en tout cas, moi, elle me touche beaucoup. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Juste une chose pour l'écriture blanche, je trouve que chez Pour Minuit, c'est parfois un peu cliché parce que quand on lit, par exemple, Jean Echenoz ou Jean-Philippe Toussaint, deux autres écrivains Minuit qu'on a qualifié dont on a qualifié l'écriture de blanche, elle est beaucoup plus sophistiquée, elle est beaucoup plus enjouée, elle est beaucoup plus laconique, il y a de l'humour. Alors que pour Ravet, je suis assez d'accord que là, c'est vraiment, ça semble être une sorte de rapport factuel, mais tout se passe chez Ravet toujours dans les ellipses du texte, ce qui pour moi le rapproche beaucoup plus d'Alain Robbe-Grillet, du Voyeur, où il y a ces trois pages blanches où il ne se passe rien, où on ne sait pas ce qui se passe, et après Mathias a tué tout le monde, en gros. Et ça, c'est chez Ravet, on retrouve ça. Moi, j'adore Ravet aussi, j'ai quasiment tout lu ce qu'il a écrit, et dans ce texte, c'est peut-être un effet de lassitude, dans le sens où je pense qu'avec Ravet, on pourrait donner à quiconque à lire dans l'ordre, pas chronologique, mais à lire, à faire découvrir Ravet par là. On peut entrer dans l'œuvre de Ravet peut-être par n'importe quel roman. Ils sont tous forts, ils ont toujours, tu l'as très bien résumé, ou plutôt Pierre Assouline l'a très bien résumé, il y a toujours cette compassion envers des personnages, des narrateurs dont on sait dès le départ. Et c'est un peu, je ne gâche rien, parce que c'est marqué dans la quatrième de couverture. Et là, c'est un exploit, en fait. Donc, sur la quatrième de couverture, vous trouvez la solution de ce roman noir, on sait qui est le coupable. Et quand on a, il n'y a plus la banderole bleue, il y a marqué un accident presque parfait. Donc un accident presque parfait, ça veut déjà tout dire ce que ça veut dire. Donc on sait dès le départ ce qui se passe, on sait dès le départ qui est coupable. Mais il y a toujours ce moment où on espère quand même que ça ne va pas se passer comme ça. Et il excelle à faire des personnages qui sont pris dans un étau. Et pendant 150 pages, ça se resserre. Et on sait comment ça va se terminer. C'est très. Et je dirais moins que 150 pages, parce que ce sont des romans très courts. Oui, tout à fait. Et par exemple, mais ce qui dans ce roman peut-être m'a donc gêné un peu, mais comme tu l'as dit aussi déjà, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il tourne en rang, c'est méchant de le dire, mais par exemple,
ce personnage sur qui les taux se resserrent, dont le précédent 3 jours chez ma tante, on avait la même chose. Cette fascination pour les accidents de voiture, on l'avait dans l'épave. On avait cet homme qui est dominé par une femme très belle. On l'avait la fille de mon meilleur ami. Donc, on a un peu l'impression qu'il... Bon, moi, j'ai cette impression, c'est peut-être parce que j'ai trop lu ou beaucoup lu Ravet, mais quand même, c'est un roman que je recommanderais si vous n'avez pas vu le livre Ravet, en fait. Voilà. Juste avant de vous passer la parole... Nur die Spezialisten. Ihr seid ja wirklich die absoluten Spezialisten. Non. C'est qu'en fait, ce que tu disais sur Yves Ravet me rappelait quelque chose qui avait été dit sur un de nos écrivains, Patrick Modiano. Et il y avait un autre critique littéraire qui avait dit « Modiano écrit toujours la même chose. C'est comme un carrousel qui tourne. Alors, quand il tourne, vous voyez toujours la même chose. En revanche, quand il est à l'arrêt, vous voyez que des choses très différentes. Et je trouve que ça s'applique un peu, pour le coup, à Yves Ravet. Parce qu'en fin de compte, je recommande le livre et j'ai adoré. Je vais le lire le prochain dès le jour de sa sortie. Donc ça fonctionne. Ich bin völlig fasziniert von. Ich habe, das ist mein erstes Buch von ihm. Und ich muss gestehen, ich kannte ihn nicht einmal. Das ist also wirklich ein da sieht man doch den Graben, la fosse entre nous, la fosse franco-allemande. Et richtig, genau. Okay, moi, je suis dans la même situation. Moi, je ne connaissais pas Maillard et j'ai adoré. Doch, es gibt doch, also er ist irgendwie noch, ich weiß gar nicht, ob er übersetzt ist, keine Ahnung, auf Deutsch vielleicht. Also ich war begeistert, aber wirklich ohne Vorwissen. Ich habe natürlich den tollen Verlag gesehen. Gut, ich habe auch sehr schnell erkannt, Rob Grier, Kameraperspektive, ein Schuss Beckett, das sind ja die ersten Beckett-Bücher, sind ja im... Ein bisschen Soupçon von Nathalie Sarraut. Ich habe schon die Spur, habe ich schon erkannt, natürlich. Aber es ist ja doch es ist die Simulation eines Krimis. Auch das hat es im Nouveau Roman natürlich sehr häufig gegeben, die Simulation eines Krimis, gerade mit der Kameraperspektive, wo man immer denkt, hier muss gleich ein Unglück passieren. Aber es passiert nicht. Es wird nur so aufgeladen, diese vollkommen neutrale, fast unmenschliche Beschreibung von Vorgängen, das wird so spannend, dass man denkt, gleich muss es explodieren und es explodiert nicht. Hier ist es anders, es explodiert ja sofort. Also wir haben alle den Autounfall, wir wissen es, die Frau ist tot, das Auto ist in den Abgrund gestürzt und jetzt, wer ist der Täter? Das finde ich jetzt so genial. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Täter, weil es ist ja sofort klar, die Frau war stockbesoffen, ihr Liebhaber stand auch gleich parat neben dem Ehemann, also eine Liebestragödie, Alkohol. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Verdacht und nur dieser Herr Colombo, ja, wie heißt der, Costa, der Flick, ja, der Costa, durch seine blöden Fragen und weil er, erstmal gibt es nur so einen Verdacht, ja, dieser Liebhaber, der ist irgendwie... Bei der Versicherung, also könnte sein, dass da irgendein Versicherungsbetrug ist, ganz schnell, die Piste ist falsch. Also man hat hier nur falsche Pisten und am Ende fragt man sich, warum wird hier überhaupt untersucht? Also dieses ad absurdum Führen der Polizeiuntersuchung, das fand ich wirklich genial und es hätte mir sehr gefallen, das muss ich jetzt schon sagen, wenn nichts herausgekommen wäre. Also wenn es wirklich... kein Rätsel gegeben hätte. Das hätte mir wahnsinnig gefallen. Und das gibt es bei Ravet leider selten. Das ist leider, ja. Das fand ich nicht, das hätte mir noch besser gefallen, wenn er diese Spannung einfach gehalten hätte und es wäre nichts geplatzt. Aber Sie wären doch drauf gekommen, dass es der Mann war. Ich glaub, das nein, ist ich wäre nicht drauf gekommen, weil ich finde es irre toll. Es spricht ja der Mann. Ich weiß nicht, ob Sie das gesagt haben. Wir hören ja hier die ganze Zeit den Witwer. Ne? Der Witwer spricht und der Witwer sagt, der verrät nichts über sein Innenleben. Das ist Edition de Minuit, also es ist alles Kamera. Er verrät, es ist ein total neutrales Sprechen, sodass wir nie wissen, was er fühlt, was in ihm vorgeht. Es ist alles nur auf der äußeren, auf der Vorgangsebene. Und das wäre schon toll gewesen, wenn es... Und er verrät sich nie. Eigentlich verrät er sich nie. Also ich habe keinen Indiz gefunden. Also und dann weiß ich natürlich nicht, dann finde ich unmotiviert, ich sage es jetzt einfach, es gibt ein großes Geständnis. Und
Das habe ich nicht verstanden. Wozu gibt es das? Warum muss man am Ende ein großes da? Seid ihr die Spezialisten, könnt es bestimmt erklären, weshalb er das macht. Mich hat das ein bisschen. Ja, darf ich zuerst widersprechen? Bitte, ja. Ich möchte unbedingt widersprechen, dass er. Also, ich wollte eigentlich also zunächst einmal vielen Dank sagen. Ja. En gros, merci, je vais essayer de parler français. Mais bon, merci de m'avoir fait découvrir ce bouquin. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'auteur non plus. J'ai vu lire tous les livres maintenant parce que je suis vraiment passionné. Je suis d'accord avec tout sur presque tous les points. En fait, pour moi, en fait, c'est une sorte de Kammerspiel, un peu une pièce de théâtre intime en forme de roman. Hein. C'est captivant. L'intensité m'a fait penser un peu à Sleuth de Harold Pinter. Il y a aussi deux personnages principaux. En fait, ici, c'est Costa et Mayer, l'autre donc. Mais c'est très axé sur ces deux personnages-là. Et maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit avant, ça m'intéresse aussi au niveau rhétorique, au niveau de l'emploi du langage, de la parole. Il y a toujours des évasions là, comme ça. Ça m'a plu beaucoup. Hein. Mayer, par exemple, il se comporte de façon suspecte dès le début. Hein. Il dit toujours « je vous le dis, je le répète, que dire d'autre ?» Voilà. Donc il réaffirme à peu près tout sans dire grand-chose. Il omet des détails à sa guise, comme ça. Il s'énerve très vite. Bah, tout cela le rend suspect pour moi. Donc, c'était assez évident. Il y a des signes, je crois, n'est-ce pas? Mais moi, personnellement, l'inspecteur m'a le plus impressionné, le Colombo Costa, hein, qui est celui-là. C'est vraiment génial comment il est aussi assez perfide. Hein. C'est une stratégie très perfide. Il endorme presque Mayer, hein, tout en essayant de le faire tomber dans son piège. Là, il réussit à l'endormir. Hein. Il réussit à l'endormir. Hein. Mais maintenant, normalement, il ne faudrait pas dire la fin comme ça. Maintenant, on a tout révélé, mais quand même. Mais tout est sur la quatrième couverture, donc c'est oui, vraiment, c'est pas important. Oui, il faut lire le livre. Non. Je crois que si, tous les quatre en est. Pourquoi c'est pas important? Non, c'est pas important parce que c'est marqué sur la banderole, il y a marqué un accident presque parfait. Donc on le sait déjà. En fait, il veut que le lecteur il le sache déjà. Et je pense, et ça répond peut-être à votre question, c'est ce qui fascine Yves Ravet, c'est les narrateurs indignes de confiance, les narrateurs qui ne disent pas ce qu'ils ressentent et à un moment donné, ça doit sortir. Mais il y a aussi autre chose. Alors, je ne sais pas si vous êtes amatrice de tennis, je suis un amateur de tennis. Peu importe, on va pouvoir utiliser n'importe quel sport avec ce que je vais dire. Parfois, vous connaissez le résultat d'un événement sportif. Mais vous regardez cet événement sportif, non pas en live, mais après. Et même si vous connaissez le résultat, parfois, vous vous dites, non, c'est pas... Non, je me suis trompé, mais c'est pas du tout ça. En fait, ils vont gagner, celui que j'aime, là, il va gagner. Yves Ravet, c'est ça. On sait, au départ, mais on peut ne pas croire que ce qui va être dit est vrai. Ouais, c'est cool. Et j'ai oublié aussi, pardon, une petite chose. Et alors là, moi, ça m'intéresse énormément en tant que journaliste télé, sur les personnages ou sur les quelques personnages. C'est comme si on utilisait une caméra, la caméra qui nous filme parfois, et puis il y aurait un problème de diaph. On ne sait pas si le personnage est flou, out of focus, ou s'il est net. Et ça, c'est l'écriture pour moi de Yves Ravet. Et puis, dernière chose, vous avez signalé... des grands noms de la collection de Minuit. Il faut savoir que c'est vrai, vous avez cité Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet. Il y a quelque chose dans les éditions de Minuit qui est de se concentrer, par exemple, sur la description de la fenêtre là-bas. Alors, les éditions de Minuit, ils vont vous faire la description. C'est du PVC, il y a des petits carreaux entourés de colonnes de bois, etc. Et d'un seul coup, ils enlèvent et ils passent à autre chose qui explose ou qui est complètement insolite. Ça, pour moi, c'est la marque des éditions de Minuit et c'est aussi la marque
de fabrique d'Yves Ravet. C'est un peu ça en fait, c'est comme quand on relit des bouquins qu'on a aimés et on sait la fin et parfois on se met quand même à espérer que ça va différemment se terminer. Pour Yves Ravet par exemple, pour donner le précédent roman Trois jours chez ma tante, c'est l'histoire d'un narrateur, il arrive chez sa tante qui lui coupe l'argent qu'elle lui donnait. Il arrive par là, on rouvre une enquête criminelle policière dans laquelle il était impliqué il y a des années et il vient d'arriver du Libéria où il tient une école pour des réfugiés dont on sait tout de suite que c'est bidon. Donc on sait que le mec, il est foutu dans le passé, dans le présent, géographiquement. Il ne peut pas aller au Libéria, il ne peut pas aller en France, il ne peut pas rester en France. Donc c'est complètement foutu. Et néanmoins, on se met à espérer qu'il s'en sortira pour une raison qui nous échappe, parce que c'est une sorte de crapule. Et c'est grâce à la compassion. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, parce que Yves Ravet, il pose la question, est-ce que par simple principe d'être dans la peau de quelqu'un, est-ce qu'on met à éprouver de la compassion, de l'empathie pour une personne qui, dans la vie, quand on l'en rencontrerait, on se dirait, mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il a foutu de sa vie? Des gens qui ont gâché leur existence. Et là, il parvient quand même à nous faire éprouver de la compassion. Et ça, c'est assez beau, en fait. Lisez le livre. Non, on peut le résumer à ça, parce que nous quatre, on est d'accord, et c'est vraiment un bon livre. Und jetzt kommen wir zum dritten Buch des Abends, und das ist zugleich das dritte Buch der 1978 in Luxemburg geborenen Schriftstellerin Anja Di Bartolomeo. Man sollte vielleicht kurz erwähnen, dass hier in den letzten 10 Jahren vermehrt junge deutschschreibende Autorinnen in Erscheinung getreten sind, einige mit Werken von bemerkenswerter Qualität. Ich denke dabei an die beiden Cervé-Preisgewinnerinnen Nora Wagner und Elise Schmidt, aber eben auch an Anja Di Bartolomeo. Alle diese Autorinnen haben Erzählbände vorgelegt. Das ist erstaunlich und mutig, weil ja alles andere als marktkonform, wie wir wissen. Vielleicht kann man trotzdem eine kurze Klammer aufmachen, weil mich das wirklich interessiert, wie es eigentlich möglich ist, in unserer Zeit, die so schnelllebig ist, dass da das Genre des Romans immer noch so viel populärer ist, ich glaube, das kann man behaupten, als Erzählbände, Kurzgeschichtenbände und Novellen. Was meinst du? Ja. Ich habe da eine These zu. Okay. Gut, ja, das würde mich interessieren. Ja, und dann weil ich glaube, dass die Rezeption, anders als hier bei uns hier in der mich sehr animierenden Diskussion, normalerweise über die Handlung funktioniert. Wir reden hier wunderbarerweise sehr viel über Sprache, über Blicke und so weiter, aber normalerweise redet man, worum geht's denn da? Wo ist es spannend? Was ist denn da? Das, was ich Inhaltismus nenne. Und das ist natürlich, wenn man einen ganzen Roman vor sich hat, da kann man wunderbar in Inhaltismen, das ist dann, und es wird einfach fast, Bücher werden fast nur noch stofflich rezipiert, also auch von den Kritikern, es wird alles über den Stoff angepriesen. Das hat für mich ja mit Literatur fast am wenigsten zu tun. Die Handlung ist meistens das, was mich am wenigsten interessiert, sondern immer, wie das Buch gemacht ist. Und bei Erzählungen, da weiß man am Ende als Kritiker ja nie, ja, was soll man, um was geht es denn jetzt? Was soll man den Lesern denn erzählen? Nein, aber ich meine jetzt die Leser, le grand public. Ja, dasselbe. Wieso? Da haben wir doch reichlich Stoff, weil das ja gerade ihr Interesse macht. Ja, aber viel zu viele kurz. Erzählungen. Man will sich ja reinversetzen. Man will irgendwie mit einmal man will eintauchen, ist ja heute dieser neue Kunstbegriff. Ja? Also eintauchen in das Werk. Und das geht ja mit einer Kunstgeschichte. Kann ich nicht eintauchen, dann ist sie ja schon wieder zu Ende. Gut. Ich glaube, dass das heutigen Lese- und auch eben Kritikergewohnheiten, die Kurzgeschichte sehr zuwiderläuft. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen Inhaltismus. Ja? Gut. Ich mache auch ein bisschen Inhaltismus und dann hören wir was aus dem Inhalt. Aber dann können wir auch zur Form natürlich nochmal kommen. In der Danksagung, ich habe mit der Danksagung angefangen, da steht zu lesen, denkt daran, es ist nie zu spät. Ja? Und genau diesen Appellcharakter haben auch die neuen figurenzentrierten Erzählungen oder Kurzgeschichten, je nachdem, mit moralisierendem Einschlag. Wie ich finde, es ist nicht zu spät, umzudenken, aufzubegehren, jemanden in Not zu helfen, neue Freundschaften zu schließen, die Wahrheit zu sagen, sich zu entschuldigen, sich zu versöhnen, sich des Lebens zu erfreuen. You name it, it's in it. Ja? Also ein bisschen. Das sind 6 bis 16 Seiten kurze Lehrstücke, die weniger zum Nachdenken anregen als vielleicht beabsichtigt, weil sie häufig eine bestimmte Antwort nahelegen, also eigentlich die Moral von der Geschichte gleich mitliefern, dazu später mehr. Und das ist vielleicht die Hauptschwäche eines narrativ und stilistisch durchwachsenen Erzählbandes, in dem die Qualität der Erzählungen schwankt, was ja häufig bei Erzählbänden der Fall ist, aber hier ist es besonders stark, finde ich. Die ersten beiden kann man im Grunde gleich überspringen, aber wir tun es nicht, denn wir hören jetzt einen Auszug aus Frankfurt kommt, nicht pünktlich, das ist die erste Erzählung und dann können Sie sich selbst einen Eindruck verschaffen und wir diskutieren. Frankfurt kommt nicht pünktlich.
Klaus Michalski brettert über die Piste. Wir drücken unsere Köpfe gegen das Polster. Meine Hände pochen. Mit dem Start ist nicht zu spaßen. Ich blicke starr nach vorn. Die anderen schauen aus dem Fenster. Sie lachen. Manche küssen sich. Ein Baby weint. Ohrenschmerzen oder Angst. Ich kann jetzt nichts für es tun. Zuerst muss ich mich um mich selbst kümmern, mich auf die nächsten 8 Stunden vorbereiten. Klaus Michalski ist ein Arschloch. Der allerletzte Mensch, mit dem ich in einem Raum eingesperrt sein will. Der letzte, mit dem ich in den Weltuntergang verbringen möchte. Und vor allem der letzte, mit dem ich überleben will. Eher würde ich mich den Meteoriten als Zielscheibe anbieten. Besser ein Schrecken, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Alles ist besser als Michalski. Einen schlechteren Plan B kann es nicht geben. Da bin ich mir 1000%ig sicher. Das Flugzeug rast. Als es sich hebt, atme ich tief durch. Den Blick unbewegt nach vorn in die Kabine gerichtet. Ich spüre die Augen, die Euphorie und die Angst. Nachher werden sie klatschen. Das weiß ich. Sobald wir über der Stadt sind, klingelt er. Er will seinen Kaffee. Mit 3 Zuckerstücken und 2 Döschen Milch, dazu ein Croissant. Am liebsten 2, wenn noch eins über ist. Für den Co-Piloten bestellt er nichts. Kein Kaffee und kein Croissant, nicht mal Wasser. Weißt du, blafft er spöttisch, der Christian ist so aufgeregt, der bekommt kein Bissen hinunter und den Kaffee, den wird er nur verschütten. Und auf diese Sauerei, da kann ich verzichten. Ne? Chrissy, der bekommt in Malaga ein Marmeladenbrot mit einer frischen Honigmilch. Na, was sagst du, Junge? Ich höre das suffisante Grinsen in seiner Kaugummistimme. Christians blasser Kopf wird zuerst pink, dann rot bis unter die weißblonden Haare. Seine Augen zucken. Der Himmel macht sie hellblau. Er legt die schwitzende Hände um den Steuerknüppel. Er schweigt, wie immer. Er sagt nie etwas. Alles andere würde es nur schlimmer machen, das weiß er. Am anderen Ende des Jets zuckt Carina die Achseln. Wir wissen es alle. Anfangs gab es noch Hoffnung. Nach multiplen, überbuchten Businessflügen, die Füße geschwollen, das Mascara verwischt, schlürften wir zu später Stunde unsere Gin Tonics. Wir redeten und erzählten. Manchmal gab es Tränen, meistens Wut. Einmal knallte Jens, einer der neuen Co-Piloten, den Michalski wegen seiner roten Locken nur die rote Zora nannte, das Glas so fest auf den Tisch, dass der Stiel abbrach und sich 2 Zentimeter tief in seiner Hand bohrte. Carina schrie, und Giancarlo wurde ohnmächtig. Jens stierte entsetzt auf seine blutende Horrorhand. »Alles nur wegen dem Scheißkerl«, flüsterte er langsam, kaum hörbar. »Eines Tages werde ich ihm alles zurückzahlen«, sagte er leise, als sie ihn im Krankenwagen abtransportierten. »Irgendwann werden wir es ihm zeigen.« Ich legte ihm die Hand auf den Rücken und nickte zustimmend. Ja, sagte ich, irgendwann vielleicht, dachte ich und schüttelte den Gedanken wie eine kitzelnde Fluse aus meinem Kopf. Jemanden wie Klaus Michalski räumt man nicht einfach so aus dem Weg. Gegen Felsmenschen wie ihn kommt man nicht an. Sein Gewicht ist zu schwer, sein Schatten zu groß, zu dunkel. Jemand wie er überrollt dich einfach. Zack, einfach drüber und du bist platt. Stehst nicht mehr auf. Einer wie Klaus Michalski kann sich einfach alles erlauben, ohne dafür nur den kleinsten Rüffel einzukassieren. So einer darf alles, einfach alles, ohne Rücksicht auf Verluste. Nachdem der renommierte Professor Jens Hand wieder zusammengenäht hatte, Sehne durchtrennt, Nerven kaputt und einseitig gefühlstot, durfte er nach 3 Monaten wieder fliegen. Einstweilen Teilzeit wegen der Krankengymnastik. Hätte er gewusst, dass der erste Flug mit Michalski sein würde, hätte er sich eine Woche länger krankschreiben lassen. Vielleicht wäre er absichtlich zu spät gekommen. Doch Michalski war außer Plan, Standby. Nur für den Fall eines Falles. Hätte der Kollege sich für den Lachs statt für die Austern entschieden,
hätte alles ein anderes Ende genommen. Vielleicht. Michalski ließ ihn starten und landen. Ha, mal schauen, ob die rote Zora das mit ihrer verkrüppelten Klaue noch hinbekommt. Leute, macht die Feuerwehr einsatzbereit, hier kommt der einarmige Pirat. Er lachte so laut, dass die Stewardess die Musik lauter stellen musste. Bevor sie losflogen, klopfte er Jens fest auf den Rücken. Den Start legte er glatt hin. Während des gesamten Fluges pfiff Michalski abwechselnd bayerische Volkslieder und Scooter. How much is the fish? The fish! Er wedelte hektisch mit den Armen. Hm? Jens wurde nervös, hm? Fühlte seine Hand plötzlich nicht mehr. Fire! Als sie sich der Landebahn näherten, stand ihm der kalte Schweiß auf der Stirn. Na, Zora, sind wir bereit? Fragte Michalski kauernd. Mal sehen, ob Sie mit Ihrem zarten Händchen die Lady hier noch bezähmen können. Oder soll ich besser gleich übernehmen? Frauen mögen keine alten Männer. Er prustete, verschluckte sich. Jens tropfte der Schweiß in die Augen. Er sah nichts. Er wischte, es brannte, die Piste verschwamm, das Flugzeug schwankte. Er schwang nach links, dann nach rechts. Michalski fluchte. Die Landung war abrupt. Die Banker schreckten hoch. Das Flugzeug raste, preschte, kam schließlich wackelnd zum Stillstand. Jens atmete auf, Michalski knurrte. Jens schloss die Augen, eine Zehntelsekunde vielleicht, sah den Leiterwagen nicht. Wie hätte er auch. Es gab einen Ruck. Es krachte. Die Passagiere waren in Aufruhr. Die hätten dir deine Hand besser gleich amputiert und anstelle ein neues Gehirn eingesetzt, brüllte Michalski. Das kostet dir den Kopf, du elender Kerl. Dafür setze ich mich ein. Da kannst du Gift draufnehmen. Jens nahm ihn beim Wort. Er wartete nicht auf die Erlaubnis, die Tür zu öffnen. Er klappte sie einfach auf, stieg aus und lief los. Ein fliehendes Tier, dachte ich. Wir riefen ihm hinterher. Die Motoren verschluckten jedes Wort. Sie versuchten ihn zu stoppen. Zuerst kam die Feuerwehr, dann die Flughafenpolizei, schließlich ein Krankenwagen. Dann hörten wir die Sirenen. Wir hörten die Motoren der 747 aus Singapur. Wir hörten das brutale Bremsen. Wir hörten die Schreie. Dann wurde es totenstill. Ja, wir haben es hier ganz offensichtlich mit einem egomanischen Arschloch-Pilot zu tun, Ex-Bundeswehrsoldat, Womanizer, der seine Kollegen beschimpft und beleidigt und seine Kolleginnen belächelt oder betatscht wahlweise. Folterflüge nennen sie es, wenn sie mit diesem Michalski, wenn der am Steuerknüpfel sitzt. Ich finde, diese Figur ist grotesk überzeichnet, völlig klischiert, eine einzige Karikatur. Ja. Es gibt auch immer wieder slapstickhafte Momente, wie diese Moby Dick-Szene, in der er eingebunden ist. Ich will jetzt erstmal bei dieser ersten Erzählung bleiben. Die zweite hat dieselben Schwächen im Grunde wie die erste und dann wird es langsam ein bisschen besser. Die Ich-Erzählerin, die wir hier hören, ist wohl eine Stewardess und die reizt ihn so sehr, den Michalski, dass durch eine scheinbar nichtige Handlung, muss man eigentlich sagen, sie gibt dem Co-Piloten das von ihm bestellte Croissant, dass er dann in der Aufregung einen Herzinfarkt erleidet. Glaubwürdig? Ich weiß nicht. Das heißt dann, er sabbert, zuckt einmal, zweimal, dann nicht mehr. Es wäre noch Zeit, noch ist es nicht zu spät. Wenn man es so vorliest, merkt man es nicht, aber das sind alles drei Wortsätze. Also überhaupt, der Erzählband leidet so an einem ziemlich akuten Hypotaxenmangel. Ja, man kann sagen, auf ein Komma, so pro Komma gibt es mindestens vier Punkte, sowas in der Art. Das ist, glaube ich, schon auch eine Schwäche. Aber worauf ich hinaus wollte, das ist die Szene so und jetzt könnten die erste Hilfe leisten, das tun die aber nicht. Und dann soll der Leser sich fragen, ob die Kollegen richtig gehandelt haben, vermutlich. Ja? Unterlassene Hilfestellung, ganz richtig kann es nicht sein. Aber Bartholomew gibt ja schon eine Antwort vor, indem sie den Typen als reine Scheusal zeichnet, ohne das geringste Identifikationspotenzial, mit dem man also in keiner Weise sympathisieren kann. Und das ist eben, hat mit der schablonenhaften Darstellung zu tun. Und das suggeriert dann schon auch quasi
eine bestimmte moralische Entscheidung, die man irgendwie treffen sollte. Und dasselbe gilt für die zweite Erzählung und viele, viele andere Erzählungen, dass die Figuren eher schablonenhaft geraten sind. In der zweiten, das deute ich noch an und dann gebe ich das Wort weiter, da gibt es dann so ein Loser-Trio, wie es in der Geschichte heißt. Das ist der Schneckenkiller, nicht meine Worte, François, der queere Lars und der rothaarige Nichtschwimmer Kai. Und die finden dann, da kommt ein neuer Schüler in die Klasse und der heißt Poldi und das wird so eine Art Opfer zweiten Grades. Ja, weil die früheren Außenseiter dann plötzlich zu kleinen Helden avancieren, weil sie ihn mobben und dissen. Und ja, und dann am Ende fliegt der Junge von der Schule, weil dem alles irgendwie angehaftet wird. Es gibt maximales Drama. Die Oma liegt tot neben der Waschmaschine. Die Mutter liegt bleiern im Bett. François entwickelt dann, ist einer des Loser-Trios, entwickelt dann ein schlechtes Gewissen und ja, und dann gibt es die Frage, soll er sich entschuldigen 30 Jahre später oder wann, was weiß ich wann, und ist das die richtige Handlung oder wie auch immer. Also ich finde das alles ziemlich mittelmäßig, das sind die ersten beiden Erzählungen, es gibt andere, die auch schwach sind, die stärkste ist wahrscheinlich noch Elisa tanzt nicht mehr, die auch schon in Les Cahiers Luxembourgeois erschienen ist. Und jetzt will ich aber hören, was ihr dazu zu sagen habt, ehe wir vielleicht auf ein paar stärkere Sachen kommen. Ich bin eigentlich einverstanden, größtenteils. Es ist sehr überzeichnet, finde ich, die Figurenzeichnung. Ich glaube, eines der Probleme des Erzählbandes ist, dass die Autorin, wie man auf Französisch sagt, elle veut le beurre et l'argent du beurre et peut-être la crémière. Das heißt, sie will Empathie für die Figuren, will aber auch humorvoll sein. Und mich stört dieser Humoreinsatz einfach ziemlich. Im Moment stört das mich sehr, ja, weil das eigentlich zu sehr, sehr komisch eingesetzten Momenten auftaucht. Ja. Und halt auch irgendwie, also ich mag Humor in Literatur sehr und ich habe solche bei Andreas Mayer habe ich sehr viel gelacht und Humor kann in guter Literatur eine metaphysische, existenzielle Einstellung gegenüber der Hässlichkeit der Existenz sein. Und hier ist einfach, Humor taucht auf und ruiniert einfach meistens das die Identifikation mit den Figuren, die meistens auch einfach nur durch Adjektive, der Böse oder das Scheusal oder so, die sind einfach so, das sind keine richtigen Figuren. Ja, aber Humor ist ja auch zweierlei. Hier ist es ja nervtötender Klamauk sehr häufig. Hier sind es Zoten, die auch gerissen werden. Das finde ich schade, ja. Das bricht auch sozusagen total. Das braucht die Geschichte halt einfach nicht. Und das hat bei mir viele der Geschichten einfach wirklich dann, ich will nicht sagen, ruiniert, aber wirklich hat es mich sehr gestört, ja. Ja. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich würde wirklich gerne dagegen halten, zumal das die einzige Autorin ist, die wir hier. Ja. Ich würde wirklich gerne dagegen halten, aber es fällt mir schwer. Ja, ich habe das ein bisschen ratlos gelesen, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass unglaublich viele Menschen hier zu Tode kommen. Also nicht nur der. Es gibt immer Stille, wenn jemand stirbt. Totenstille. Ja, nicht nur der Pilot in der Eröffnungsgeschichte, sondern es sind auch sehr viele Frauen hier umkommen, an Männern leiden, von Männern verlassen werden und dann ins Wasser gehen oder eine Krebsdiagnose bekommen oder verrückt werden, weil die Welt sie nicht versteht in ihrer Aufmüpfigkeit und Buntheit. Dann kommen sie erst in Irrenanstalt. Das ist auch alles sehr klischiert leider, man versteht die wilden Frauen nicht, die bunte Klamotten tragen und gerne nach Indien fahren, dann werden sie gleich irre und dann sterben sie auch noch. Also das ist alles unglaublich klischiert leider. Ich würde wahnsinnig gern was anderes sagen. Und diese Dreisatz, dieser Hang zum Pathos durch Punkte setzen, das ist natürlich etwas, was leider auch der Spiegel furchtbar oft tut. Das ist ja eigentlich diese neue Reporter-Rhetorik, an der am Ende auch Herr Relotius ja gescheitert ist. Ja, aber Anja Di Bartolomeo ist nicht durch eine Journalistenschule gegangen. Nein, ich weiß, aber dieses kalte Pathos, wo man eben meint, Bedeutung dadurch zu erzielen oder auch Dringlichkeit dadurch zu erzielen, dass man ständig Punkte setzt, dann wird das irgendwie aufgeladen, aber das stimmt nicht. Das ist eher eine Dringlichkeitssimulation. Ja. Und dann kommt diese Punktesetzung, die halt wirklich Pathos simuliert, dann kommt wieder so ein Klamauk-Moment und versteht gar nicht, wie die beiden irgendwie innerhalb einer Geschichte überhaupt zusammenfinden können. Ja. Oh, ich hoffe, jetzt aber ich hoffe Sie setzen Sie jetzt zur Ehrenrettung an, denn ich habe ein paar gute Dinge auch entdeckt. Non, moi, d'abord, il faut que je précise une chose, c'est que je ne suis pas un très grand fan des Kurzgeschichten, des Nouvelles. Donc, déjà, ça part un petit peu mal.
Disons que sur les... Alors, je ne sais plus combien il fallait s'éclairer les fils. Sur les 9 que j'ai lus, j'en ai lu 3 avec satisfaction et 6 avec un grand énervement. Parlons des 3, peut-être. Alors, parlons des 3. Moi, j'ai aimé, et 3 qui traitent d'un... Comment dire, d'une solitude extrême chez certains personnages. J'ai aimé Praline, Fürpoldi, qui est donc un enfant qui mange trop, et il l'appelait Poldi Pfannkuchen. Et c'est un gamin qui devient un peu le souffre-douleur de ses copains et copines de classe. Et un jour, il s'en va, pour des raisons que l'on ne sait pas. Et le narrateur, donc, qui écrit la personne qui écrit cette histoire, retrouve un moment ce Paul Guy qui se trouve derrière un guichet et il va lui dire ce qu'il n'a pas pu lui dire depuis toutes ces années. Ça, c'est une courte geschichte qui m'a bien plu. J'ai bien aimé Elisa Tintz Nichtmea, donc un texte sur la disparition de l'être aimé. Et puis, moi, j'ai aimé Tante Lottie Fleet to Mars, c'est une tante bien aimée. Et donc, la narratrice fait croire à sa tante qui est dans un centre pour déments ou pour déficients mentaux, ou en tout cas des gens qui perdent leur mémoire, plus exactement, qui allaient en compétition avec d'autres personnes, que cette tante est en compétition avec d'autres personnes pour aller sur la planète Mars. Donc elle invente un subterfuge. Ça, j'ai trouvé que c'était, voilà, j'ai trouvé que c'était des 3 courtes histoires qui m'ont plu, qui ont installé une ambiance qui m'a plu. Pour le reste, j'ai eu du mal à être captivé par ces textes. Le premier extrait qui vous a été lu, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà. Et puis il y a une où j'ai vraiment rien compris. Alors, c'est qui est un truc qui m'est passé alors, à 3400 mètres d'altitude. Et ça, c'est peut-être un problème de maîtrise moindre de l'allemand. Parce qu'il voulait par ailleurs. Je voudrais juste signaler, et vous l'avez lu, il y a un moment une phrase « Besser, je préfère un Schrecken ohne Ende » et ça, on la trouve 2 fois dans le livre, dans le recueil de nouvelles. Ja, aber das ist ja eine pas... abgegriffene Weisheit. Voilà, on peut rechercher aussi quand on écrit des livres, de Paris à Pété. Aber Elisa tanzt nicht mehr. Können wir uns darauf verständigen? Ich glaube, wir sind jetzt zu dritter Meinung. Ja, ich habe ja auch am besten Gangs eigentlich. Ja. Frau Habisch. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich kann nicht zustimmen. Naja, das ist schon deswegen gut, weil man ja nicht versteht, warum diese Elisa verstummt. Man merkt zwar, ihr Ehemann macht Karriere und das passt ihr irgendwie nicht, aber es ist nicht so dick aufgetragen. Vorher, bei den anderen Geschichten gibt es immer so dicke Motivationen für das Abdriften der Figur. Genau. Und hier geht sie einfach still, geht sie in die Stille. Also insofern ist das hier nicht so moralisierend, kann ich zustimmen. Gut. Also nächstes den Mittelteil. Das ist nämlich die vierte Geschichte. Okay, ich liebe es am zu finden, weil sie das Buch dann nicht kaufen. Ja. Nein, also schon, kauft es. Es gibt auch mehr. Also ich fand das Buch ganz gut, wir können ja später noch drüber reden, aber die Zeit fliegt. Und deshalb ein Buch haben wir noch, und das ist Les Bulles, und das wird von Tom Reisen, c'est Jeff Schinkel qui va l'introduire. Oui, donc je repasse en français. Je vais faire très court parce que je pense qu'on a quasiment déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Donc voilà, Les Bulles de Tom Reisen est également un recueil de nouvelles. Comme celui d'Anna Lipartome, il comporte 9 histoires. Ce sont 9 histoires qui se passent à New York. Tom Reisen, c'est son premier recueil de nouvelles. Et l'auteur, qui est également journaliste et diplomate, a également vécu à New York. Voilà. Et donc, dans ces 9 histoires, c'est toujours des moments charnières dans des existences. On a par exemple le début du récit d'une femme qui attend la rentrée de son mari diplomate et qui se rappelle comment leur relation a longuement dévié vers la routine et la solitude. Dans une deuxième histoire, il y a un homme qui passe son après-midi au musée avec son gamin et qui, à la fin, décide de contacter un médecin parce qu'il est également malade. Dans une autre histoire encore, on a
on a un homme qui, sur Google Maps, voit sa femme avec un autre homme, donc il découvre qu'il s'est fait copifier grâce à Google Maps. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, donc, pour ceux qui ont peur pour la relation, n'allez pas sur Google Maps. Et il y a par exemple aussi une des dames qui se réfugie alors dans un ouragan et qui attend chez elle et dans le fils perdu vu l'appel abandonné. Donc c'est toujours des moments charnières, l'histoire qui se termine, sans qu'on sache si ces moments charnières ont impacté, si elles ont eu un impact sur la vie de ces personnes. Et pour résumer un peu pour expliquer un peu le titre, ça s'appelle Les Bulles parce que c'est des gens qui, comme on peut le dire, c'est s'entendent fermés dans leur univers solipsiste, donc dans leur bulle, et cette bulle, à un moment donné, est perforée par un événement souvent extérieur. Voilà. Lorsque Chantal entendit le bruit de la clé qui remuait dans la serrure, elle tourna machinalement la tête vers le réveil matin. Son affichage luisait rouge, comme les yeux menaçants d'un fauve mécanique. Elle plissa les yeux et les chiffres se détachèrent peu à peu dans le noir. 22h34. Elle remarqua le double point au milieu qui clignotait au rythme des secondes. Au début, les espaces entre deux clignotements lui parurent anormalement longs, mais à mesure qu'elle les regardait, qu'elle en intériorisait les battements, ceux-ci semblaient retrouver la vraie cadence du temps. L'horloge passa silencieusement à 22h35, comme si cette minute écoulée n'avait eu aucune incidence sur le cours de l'histoire. Elle se retourna dans son lit. Une sirène stridente remontait la première avenue. Chantal suivit ce bruit jusqu'à ce qu'il se confondît dans la nuit, dans le murmure continu de New York. De la cuisine lui parvinrent d'autres bruits. Elle entendit le son étouffé des placards qu'on ouvre et qu'on referme, le bourdonnement du micro-ondes, puis le crissement des couverts sur les assiettes. Puis plus rien. Elle s'imagina le regard perdu de Charles dans le vide. Ça lui arrivait souvent lorsqu'il rentrait ainsi tard. C'était comme s'il essayait de reprendre son souffle. Elle savait pourtant que son mari bientôt la rejoindrait et lui murmurerait quelque chose à l'oreille avant de sombrer dans un sommeil profond. Quelque chose qui ressemblerait à une excuse et à une plainte en même temps. Généralement, elle restait encore à épier la nuit durant de longues minutes avant de pouvoir s'endormir à son tour. Et en glissant dans le sommeil, elle éprouverait de nouveau ce sentiment d'aller à la dérive, de s'éloigner imperceptiblement de Charles comme le font des objets éparpillés sur la mer et que le courant entraîne aux quatre vents. Charles avait toujours été un passionné et, durant les premières années de leur relation, un idéaliste. C'est ce qu'elle avait aimé chez lui depuis le premier jour. Depuis ce jour où, lors d'un dîner chez des amis communs, elle avait entendu ce jeune étudiant en Sciences Po, un peu timide, un peu gauche, s'enflammer subitement en parlant de politique. Non pas qu'elle se fût particulièrement intéressée aux relations internationales, l'invasion du Koweït l'a laissée à peu près indifférente, mais cette discussion l'avait révélée à elle. Ils s'étaient revus quelques jours plus tard à un vernissage et de fil en aiguille. Chantal était fière de lui. Elle l'aurait suivi au bout du monde. Bien qu'à l'époque, elle n'imagina pas que ce serait le cas littéralement. Lorsque les déplacements avaient commencé après leur mariage, elle avait embrassé cette vie d'exil feutrée avec enthousiasme. Épouse de diplomate. Il lui semblait que c'était ce qu'elle avait toujours souhaité. Des voyages, la découverte de cultures nouvelles, des amitiés tissées dans les communautés d'expatriés avec comme toile de fond l'histoire en marche. Elle s'imaginait cela un peu comme une affiche de film où les deux héros s'embrassent à l'avant-plan alors que les grands événements tout autour d'eux forment un décor un peu flou. Et sa vie rêvée s'était réalisée, du moins en partie, lorsque Charles avait accepté un poste au Kosovo, puis au Mali. Ces détachements avaient été courts, à peine 2 ans chacun. Assez court pour ne pas donner naissance à ces habitudes qui semblent à la fois accélérer l'écoulement des saisons et favoriser la monotonie des jours. Ensuite, après un bref retour au pays, on lui avait proposé ce poste à New York, le siège de l'ONU, le saint des saints. Ça ne se refusait pas. Elle se souvenait encore de leur excitation durant ce premier mois de septembre, si chaud et si uniformément bleu qu'on se serait cru en plein été. Charles n'avait pas encore pris ses fonctions. Sans attache, sans obligation, il se laissait porter par la ville,
comme par une vague. Il flânait sur la High Line qu'on venait d'inaugurer ou faisait du shopping le long de Mercer Street. À Midtown, ils suivaient anonyme le flot des passants inconnus. Un jour, ils avaient pris un ferry pour Governor's Island. Ils se tenaient sur le pont supérieur, grisé par la brise, le bercement de la mer et le scintillement des flots, comme s'ils avaient embarqué sur un navire au long cours. C'était des journées emplies de tant de nouveautés qu'elles semblaient interminables. Les choses changèrent quand Charles débuta à la représentation permanente auprès des Nations Unies. Très vite, il fallut se rendre à l'évidence. Le rythme de travail était à l'image de la ville, frénétique, impitoyable. Ils grignotaient leur temps libre comme la marée montante grignote la côte. Même les week-ends étaient régulièrement interrompus par des coups de fil, un mail par-ci, un mail par-là. Cela finit par devenir une évidence, quelque chose qu'on ne remettrait plus en cause. S'occuper seule en journée, elle en avait l'habitude. Elle avait de toute façon un nouveau projet d'exposition dans Soho qui remplissait bien son emploi du temps. Mais une fois l'exposition terminée, le soir venu, elle ne savait plus trop si elle devait attendre le retour de son mari ou sortir. Les premiers mois, elle l'attendait. Ensuite, à l'arrivée du premier printemps, elle se sentit comme un animal en cage. Elle s'inscrivit à un cours de yoga dans l'Upper West. Le dernier cours, celui de 20 heures, exprès, pour rentrer tard. La plupart des autres femmes qui fréquentaient le cours étaient divorcées ou célibataires. Des cas désespérés, comme elle les qualifiait avec l'assurance de la femme mariée. En même temps, elle était gênée d'avouer qu'elle-même était mariée et avait peur qu'on lui posât des questions. Si quelqu'un l'interrogeait, elle dirait qu'elle était dans une relation à distance. D'ailleurs, elle trouvait que ce ne serait pas vraiment mentir. L'été arriva, puis l'automne revint. Les années passèrent. Elle avait depuis longtemps abandonné le yoga. Un soir, un des rares soirs où ils avaient pu aller au restaurant, elle se résolut à lui en parler. On peut dire que, en littérature, le minimalisme est une sorte d'exercice de funambule, parce que c'est vraiment un art de l'équilibre. Il se peut que parfois on le maintienne, comme chez Ravel par exemple, et il se peut qu'on tombe. Dans les récits d'Otto Brazen, il y a des moments où ces moments de vie capturés, ces fragments, ces vignettes, ça passe très bien en fait. C'est vraiment ces vignettes sont développées de façon très pertinente, ça s'arrête jusqu'au bon moment. Il y a exactement le temps de narration où on a un petit aperçu d'un fragment de vie et ça fonctionne. Et il y a d'autres moments où ça fonctionne moins bien, précisément parce que je pense que, par exemple, si on le compare à Ravel, où c'est aussi une écriture très minimaliste, ce qui est marqué chez Ravel, ça n'épuise pas ce qu'il y a dans le texte, alors que chez Ravel, parfois, ce qui a marqué, ça épuise la nouvelle, il n'y a rien de plus. Et c'est à ce moment-là que ça gêne. Écoutez, moi je ne retiens rien de ce livre. Voilà. Je vais être très clair. En entendant ce premier extrait, je crois que c'était une phrase de Bertolt Brecht qui disait « Il y a moins enviable qu'un prolétaire, c'est la femme du prolétaire. » Et là, on a exactement l'inverse socialement, c'est-à-dire il y aurait moins enviable qu'un diplomate en poste à l'ONU, il y aurait la femme qui passe son temps entre les galeries d'art et puis le yoga. Je trouve cette vision consternante. Je ne retiens rien de cette écriture qui me semble d'une pauvreté inouïe. Et exactement comme tu viens de dire, c'est-à-dire que la banalité de l'écriture ou l'apparente banalité de l'écriture peut parfois faire surgir quelque chose de plus profond. Je ne trouve rien. J'ai juste noté une phrase qui m'a, pour vous dire, et qui est, je crois, issue aussi de ce premier extrait, donc une soirée, et qui est, pour vous dire, le genre de phrase qui me met très très en colère. Et ça, c'est mon rythme cardiaque personnel. Très vite, il fallut se rendre à l'évidence. Le rythme de travail était à l'image de la ville, frénétique, impitoyable. Ils grignotaient leur temps libre, comme la marée montante grignote la côte. Voilà, c'est pour ce genre de littérature que je ne veux pas me réveiller le matin. Ok, je me suis dit, je me suis dit, zum Einschlafen oder abends zusammen. Ja, also ich sitze hier ein bisschen jetzt auf dem heißen Stuhl, muss ich sagen, weil ich,
ich finde es eigentlich nicht höflich, eingeladen zu sein, hierher zu kommen und jetzt den zweiten luxemburgischen Autor nicht gut zu finden. Das fällt mir schon schwer. Das muss ich irgendwie, aber ich muss gestehen, dass ich das also wirklich unter Zwang gelesen habe und es ging mir ganz ähnlich. Ich muss es zum zweiten Mal lesen, weil ich mir das alles überhaupt nicht merken konnte. So banal fand ich es und eben auch voller, also auch so banal geschrieben. Es ist eben voller und eben in dem nicht inszenierte Banalität, sondern Banalität, die offenbar unterläuft, ja, die vielleicht die Banalität des Autors ist. Also es ist sprachlich über, also es hat keine Auslassungen. Es ist kein, für mich ist es kein Minimalismus, außer dass es Kurzgeschichten sind. Das mag man als Minimalismus durchgehen lassen, aber sonst arbeitet es eben nicht mit stilistischen Auslassungen, sondern es sagt wirklich alles, was ihm durch die Birne rauscht. Und das ist meistens uninteressant und voller Klischees. Ja? Und auch die Geschichten, das wäre, also die schöne Idee ist ja eigentlich die Shortcuts. Ja? Also wir haben eine Stadt, das hält das alles zusammen, das ist eigentlich strukturell eine sehr schöne Idee. Wir haben Shortcuts, wir haben lauter Menschen, jeder ist in seiner Bühne, ne? Jeder sitzt in irgendeinem anderen Leben und wir haben so kurze und alle sind an irgendeinem Entscheidungsmoment ihres Lebens, der eine verlässt gerade die Stadt, der andere muss seine Frau verlassen, also jeder hat so ein dezisiven Moment und eigentlich ist das schön, aber es funktioniert eben überhaupt nicht, weil es mit dem Holzhammer gemacht ist. Also der zum Beispiel seine Frau auf Google Maps zufällig entdeckt und sagt, oh, ich muss mich scheiden lassen, also Vater Mordio, und dann ruft die Schwiegermutter an und sagt, ja, sie ist ja sowieso gerade gestorben. Oh, Mann, Kinder, das ist so plump, das ist so plump. Das, aber sie werden auch wohl eine gute oder zwei gute Erzählungen gefunden haben. Ich habe deren drei gefunden. Okay. Je crois qu'il y a trois récits qui sont passables, disons. Trois qui sont. Écoutez, trois qui sont meilleurs et même trois qui sont vraiment ratés. D'abord, oui, c'est vrai. Il faut regarder l'heure un peu. On a plein d'heure. 20h47. Aïe, aïe, aïe. Okay. Alors, juste quelques phrases. Parce qu'on ne peut pas, c'est sur ça, c'est pas que tout est raté. Au moins, nous, non, moi. Je suis pas d'accord, non, oui. Non, mais ok. Juste pour dire, alors, New York, un mot. C'est vraiment le centre de gravitation autour duquel tournent les histoires bulles. Et je crois que c'est quand même un peu plus travaillé que vous le suggérez. Parce que New York, justement, est utilisé aussi, pas seulement comme motif ou comme moteur, mais aussi. Il y a un moyen de style que j'ai noté, je crois, c'est le travail d'opposition ou de contraste. New York, la ville bruyante, par rapport à de la bulle calme, c'est surtout dans l'histoire 4. New York, la ville vivante, par rapport à la mort anticipée dans l'histoire 2. New York, la ville cosmopolite, par rapport à cette province plutôt en Serbie, cause de malheur. Et voilà, et ça continue comme ça. Ça, c'est bien travaillé, je trouve. Moi, j'aimais non plus cette histoire de mensonge, l'après-midi au musée. Auch nicht, das ist so Tränendruck, auf die Tränendrüse wird gedrückt. Also weil der Vater hat ja Krebs und der ist dann nochmal mit seinem Sohn im Museum und dann steigt er ab, dann geht er die Treppen runter und dann wird auch da noch irgendwie, was wird da nochmal für ein Lied gespielt, also so ein Todesmarsch, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht mehr, was es ist. Das ist ganz schlimm und das ist auch eine Ausstellung eben in dem Museum, die was mit toten Kleidern zu tun hat. Ach, das ist Requiem von Fauré. Ja, und da ist noch, weiß man noch nicht, dass der Vater, ich wechsle ins Deutsche, das geht dann doch schneller, wenn ich so wie so. Und, nein, aber okay. Entschuldigung. So, ja, und dann wird nachher klar, der Vater hat Krebs, ja, und er wird nicht mehr lange leben und möchte die Zeit noch genießen und hast ihn so selbst wie nie, il y aura encore une prochaine fois, une prochaine fois, peut-être probablement encore plusieurs prochaines fois, und er wird sehr rührselig, finde ich. Und das ist beileibe nicht nur bei dieser Geschichte so, sondern bei drei, vier von den neuen, und dann gibt es wieder welche, die gut sind, aber wir haben leider nicht die Zeit, das jetzt zu vertiefen. Deshalb bitte ich Sie lieber an den anderen Büchern auch. Selber lesen. Lest sich selber. Und vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie überhaupt gekommen sind. Und vor allem aber auch vielen Dank an unsere Gäste, ja, ja. An Jeff Schinker von Co-Moderation. Und ich freue mich auf ein glückliches nächstes Mal. Okay, Dankeschön.